man die Stufen klettert, profitieren kann. Ja, das heißt zum Beispiel, also man hat jetzt ein Thema identifiziert, hier ist ein absoluter Schmerz und man befindet sich quasi so schon im SQL, also quasi in einem Sales Qualified Lead. Das bedeutet, es finden natürlich schon die ersten Workshops statt, längere Termine, man bearbeitet Pflichtenhefte, Anforderungskataloge etc. pp. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich heiße euch, wie gesagt, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Es geht wie immer um Neukundengewinnung und Umsatzsteigerung für IT-Dienstleister, Softwarehersteller und Berater. Und in diesem Video möchte ich mal, also fröhliche Weihnachten, ja, heute ist der 24. Dezember 2021. Und dann möchte ich ein bisschen zurückblicken, was so die fünf größten Learnings sind oder gewesen sind für mich persönlich aus dem Jahr 2021. Und das Video werde ich in zwei Teile aufteilen oder vielleicht sogar mehrere Teile, mal schauen, damit es einfach, weil die Aufmerksamkeitsspanne ist einfach maximal 10 Minuten, habe ich festgestellt, bei dieser Art von doch sagen wir mal, sehr speziellen und technischen Videos. Und von daher schießen wir auch gleich mal los. Also, das erste große Learning ist und vielleicht sogar das wichtigste Learning, welches sich sozusagen nochmal bestätigt hat 2021 durch Erfahrungen, die ich sammeln durfte mit Kunden von mir etc. Was ich eigentlich was mir davor auch schon klar war natürlich, das ist der typische IT-Dienstleister-Bauchladen lässt sich immer schwieriger im Markt positionieren, von Jahr zu Jahr wirklich. Also ich habe immer wieder Kunden, die halt nun mal einfach einen Bauchladen haben oder diese mal so ein bisschen Wildwuchs auch haben. Bauchladen ist halt häufig auch, sagen wir mal, wenn ein Bauchladen strukturiert ist, also für sagen wir mal, ein größerer IT-Dienstleister mit vielleicht mehreren 100 Millionen Euro Umsatz. Es gibt ja einige wirklich große, wie ja, eine Bechtle oder so in der Größenordnung, die haben natürlich auch einen Bauchladen sozusagen. Aber der ist halt super krass strukturiert. Das sind quasi genauso wie viele kleine Firmen in einer großen Firma. Und dann läuft es natürlich auch. Was halt natürlich als Bauchladen, den Bauchladen, den ich meine, sozusagen, wo ich Erfahrungen sammeln durfte, ist bei kleineren Firmen oder bei mittelgroßen Firmen, die in einer sehr starken Wachstumsphase sind. Und in der großen Wachstumsphase sind, weil sie halt letztendlich auch wirklich jeden Auftrag oder jeden Kunden links und rechts nehmen, was halt alles eigentlich möglich ist. Und dadurch natürlich viele Aufträge haben, aber insgesamt manchmal etwas schwierig ist in der Positionierung. Und ich will das Ganze mal in drei verschiedene Stufen oder Level unterteilen, wo man das am meisten spürt. Ja? Und zwar vom Erstkontakt im Marketing, im On- und Offline-Marketing, wenn man also ein sogenanntes MQL, ein Marketing Qualified Lead generiert, wie zum Beispiel über Facebook oder LinkedIn-Anzeigen oder auch Google, YouTube-Anzeigen oder ähnliches oder einfach Bannerwerbung in Fachzeitschriften, was zum Beispiel auch für Branding zum Beispiel auch ganz gut funktioniert, aber auch für Lead-Generierung, für Marketing-Leads, also Marketing-Qualified Leads. Und das ist natürlich dort die Ansprache, desto breiter mein Angebot ist, desto schwieriger ist es natürlich, dort mich zu positionieren, beziehungsweise das Targeting eben zu machen. Ja, also in LinkedIn kann man super präzise targetieren. Und wenn man da nicht sozusagen den Bauchladen, es ist letztendlich gar nicht so schlimm, wenn man Bauchladen hat. Es ist halt nur wichtig, dass man den Bauchladen aufbricht, ja, und sich sozusagen punktuell Themen herauspickt aus dem gesamten Portfolio, ja, und quasi dann ganz spitz in seine Targetierung eingeht. Und wenn man dann einen Kunden zu diesem einen speziellen Thema gewonnen hat, dann kann man den ja immer noch weiter ausbauen. Das ist letztendlich die Taktik, die ich mit meinen Kunden schon seit Jahren mache und die auch sehr, sehr viel besser funktioniert, als wie wenn man
Ja, sagen wir mal, ein Kunden gewinnt für einen ersten kleinen Termin oder für eine erste Kontaktaufnahme oder für ein erstes Gespräch, meinetwegen auch offline auf der Messe. Es ist eigentlich letztendlich egal, oder im Webinar online oder in einem Zoom-Call oder whatever. Ja, wir hoffen alle, dass letztendlich bald wir auch wieder Offline-Messen haben werden, aber letztendlich viel wird nach wie vor, auch wenn die Messen wieder stattfinden, auch online passieren. Und die wenigsten Interessenten haben halt die Zeit oder auch, sagen wir mal, den Bedarf, sich einfach eine halbe Stunde Präsentation anzuhören von IT-Dienstleister, der von A bis Z alles erklärt, was er alles kann. Und es findet halt nach wie vor in der Branche noch sehr, sehr häufig statt. Und da gibt es also noch viel, viel Optimierungsbedarf. Und das ist sozusagen schon auf dem Niveau, kann sein, dass es dann sozusagen nicht erst gar nicht so richtig weitergeht, dass man halt sozusagen vielleicht einen Interessenten, den man hätte sehr schnell oder relativ schnell zum Kunden verwandeln können, dann wieder verloren geht, weil der sich einfach nicht abgeholt fühlt. Wie gesagt, ich spreche aus Erfahrung, was ich leider immer wieder miterleben durfte auch. Präzision ist halt hier einfach angesagt. Ja. Dann im SQL auf dem Level ist natürlich dann so, dass man hier immer noch, sag mal, sehr präzise vorgehen muss. Natürlich dann schon langsam auch vom Bauchladen immer mehr, desto höher man die Stufen klettert, profitieren kann. Ja. Das heißt zum Beispiel, also man hat jetzt ein Thema identifiziert, hier ist ein absoluter Schmerz und man befindet sich quasi so schon im SQL, also quasi in einem Sales Qualified Lead. Das bedeutet, es finden natürlich schon die ersten Workshops statt, längere Termine, man bearbeitet Pflichtenhefte, Anforderungskataloge etc. pp. Und das Ganze ist schon, hat sich quasi entwickelt zu einer SQO, also zu einer echten Opportunity. Das heißt, je nachdem, manchmal, wenn die Workshops quasi schon verpflichtend sind, also bezahlt oder unbezahlt, dann wird auch schon Umsatz generiert. Das ist aber an der Stelle noch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass sich hier eine Opportunity eben, eine echte Opportunity ergibt, die dann sozusagen verwertet wird und in dieser Phase dann gegebenenfalls auch gleichzeitig, wenn sozusagen. Es gibt ja so den Spruch, wenn das Eisen, man soll das Eisen schmieden, solange es warm ist, feurig, dann natürlich schon schauen kann, okay, vielleicht kann man auch den Kunden noch mit dem einen oder anderen Produkt oder Dienstleistung, die man sozusagen in seinem größeren Bauchladen noch hat, ja, auch noch zusätzlich abholen. Im Online-Marketing ist es so sogenannte Cross- und Upsell. Ja, im Online-Marketing für niedrigerpreisige Produkte sieht man das häufig sehr, sehr häufig, dass man sogar ein One-Click-Upsell oder ein One-Click-Downsell oder ein One-Click-Cross-Sale anbietet. Das heißt, ich habe gerade eben irgendwie was gekauft, ja, meinetwegen irgendwie Amazon, ja, irgendwie ein Buch gekauft. Gerade durch und bevor überhaupt der Kauf oder gerade als er abgeschlossen wurde, der Kauf, ja, wird schon gezeigt, okay, Leute, die dieses Buch gekauft haben, haben auch dieses und jenes und dieses Buch gekauft. Das heißt, solange das Eisen noch warm ist, soll es geschmiedet werden. Ja? Und das ist sozusagen dann die Phase, wo man dann von seinem Bauchladen letztendlich profitieren kann. Nicht ganz am Anfang, sondern eben, wenn das Eisen schon feurig ist und wenn vielleicht sogar schon ein oder zwei Käufe oder Workshops oder je nachdem, was du halt gerade verkaufst oder ja, was dein Angebot ist, stattgefunden haben. Ja, das ist sozusagen ein ganz, ganz wichtiges Learning. Und jetzt haben wir auch schon die 10 Minuten schon wieder rum. Und dann möchte ich es auch belassen für dieses Video. Das ist das erste große Learning für das Jahr 2021. Hier bei meiner Digital Marketing Agentur bzw. B2B Marketing Agentur, digital, offline und online. Und dann sehen wir uns im nächsten Video im Teil 2, wenn es heißt Rückblick mit Thomas Klein Marketing Consulting 2021. Bis dahin,
Happy Hunting, bye bye.